Herzlich willkommen bei Niklas 11 von 12. Heute sehen wir uns die brandneue AMD A10 5800K Trinity APU an. Diese lang ersehnte APU-Serie wurde nun endlich herausgegeben. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine APU ist, nun, APU steht für Accelerated Processing Unit. Das bedeutet, da ist eine gewöhnliche CPU drinnen und eine integrierte Grafikeinheit. Und diese zwei Einheiten kombiniert ergeben dann eine APU. Aber hier ist die Schachtel. Nochmals, es handelt sich hier um den A10 5800K oder auch bekannt als A10 580K. Hier sind ein paar technische Daten und diese APU ist nur mit dem neuen FM2-Sockel kompatibel. AMD empfiehlt, diesen Prozessor mit dem A85X-Chipsatz zu betreiben. Aber man könnte natürlich auch die A75 und A55-Chipsätze verwenden. Die Schachtel sieht meiner Meinung nach sehr schick aus und dies ist viel kleiner geworden verglichen mit der älteren Llano APU-Schachtel. Auf dieser Seite erwähnt AMD im Grunde genommen die Dual Graphics Technologie. Also man kann die integrierte Grafikeinheit mit einer diskreten Grafikkarte kombinieren, um noch mehr Leistung zu erhalten. Hier ist eine kleine Tabelle, welche Auskunft darüber gibt, welche APU mit welchen Grafikkarten in Dual Graphics oder auch bekannt als Crossfire betrieben werden kann. Die A10-Serie läuft mit der HD 6670er und 6570er. Dasselbe gilt für die A8-Serie. Die A6-Serie läuft mit der HD 6570er und der 6450er. In diesem Video werde ich jedoch nicht Dual Graphics testen, aber ich werde ein separates Video darüber machen, also keine Sorge. Hinten auf der Schachtel befindet sich eine Beschreibung in verschiedenen Sprachen. Ich mag das wirklich, dass sich AMD für eine schwarze Schachtel entschieden hat. Das hat AMD wegen dem frei wählbaren Multiplikator gemacht, welcher es einem sehr leicht macht, die APU dann zu übertakten. Aber jetzt öffnen wir mal die Schachtel und sehen uns den Inhalt an. Also gut, das ist die AMD-Anleitung und Garantie. Das ist der Standardkühler und dieser sieht ziemlich einfach aus, aber ist nicht gerade groß. Das deutet darauf hin, dass diese APU wahrscheinlich nicht sehr heiß laufen wird. Wärmeleitpaste ist bereits aufgetragen und der Lüfter verwendet einen 4-Pol-Lüftanschluss. Und zu guter Letzt die APU in der Plastikverpackung sogar mit einem Aufkleber. Nun nehme ich den Prozessor heraus und hier ist er. Diese sieht sehr schön aus. Auf der Hinterseite sieht man die Pins und in der Mitte ist da, wie es auch bei dem FM1-Sockel der Fall war, ein Freiraum. Für diesen Test werde ich das Gigabyte GA-F2A75M-D3H Mainboard mit dem A75-Chipsatz verwenden. Zur Kühlung greife ich zum mitgelieferten. Aber jetzt sehen wir uns die technischen Daten an. Die AMD A10 5800K ist eine Quad-Core Trinity APU, welche einen Basistakt von 3,8 GHz und einen Turbotakt von 4,2 GHz hat. Es ist die AMD Radeon HD 7660D Grafikeinheit eingebettet und die TDP dieser APU beläuft sich auf 100 Watt. Es wird noch immer die 32 Nanometer Architektur verwendet und es ist absolut kein Level 3 Cache vorhanden. Stattdessen stehen einem 4 MB Level 2 Cache zur Verfügung. Dual Channel DDR3 1866 Arbeitsspeicher wird problemlos unterstützt. Wie ihr sehen könnt, wird die APU und CPU-Z problemlos erkannt. Die Spannung ist sehr niedrig, die aktuellsten Instruktionen werden beherrscht und um Strom zu sparen, wird die Taktfrequenz im Leerlauf automatisch herabgesetzt, anstatt immer auf 3,8 GHz zu laufen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, hat der A10 5800K einen frei wählbaren Multiplikator und somit würde einem das Übertakten wirklich nicht schwerfallen. Wenn wir nun zur Speicherunterstützung kommen, nun ja, ich habe ein DDR3 2000 MHz Kit verbaut, aber leider habe ich es nicht geschafft, dieses Kit auf die gelistete Frequenz laufen zu bekommen, ohne die Plattform zu übertakten. Das bedeutet, ich betreibe den Speicher auf 1866 MHz. In GPU-Z, wie ihr sehen könnt, wird die integrierte HD 7660D Grafikeinheit erkannt und die technischen Daten sehen ziemlich gut aus. Und wie auf der vorherigen Generation der HD 6550D Grafik auf den A8 3850 und 3870K Prozessoren wird DirectX 11 vollkommen unterstützt. Aber jetzt kommen wir zu den Benchmarks, das ist mein Testsystem.
Die AMD A10 5800K APU ist definitiv eine sehr gute Wahl für Leute, die auf knappem Budget sind. Der 5800K bietet gute CPU-Leistung, als auch noch bessere GPU-Leistung. Es ist ein wenig kompliziert, diese APU mit der Konkurrenz wie Intels Core i3-Prozessor zu vergleichen. Hinsichtlich der CPU-Leistung besiegt der i3-3220er, welcher der kleinste der aktuellen Serie ist, den A10-5800K, welcher das Flaggschiff-Modell der Trinity-Serie ist. Aber wenn wir zum Grafiksektor kommen, stellt man schnell fest, dass es bei der HD-2500-Grafikeinheit kaum Möglichkeiten gibt. Die Leistung ist einfach zu niedrig, also Gaming wird somit fast unmöglich sein. Die leistungsstarke Radeon HD 7660D bietet hingegen erstaunliche Leistung. Natürlich kann man keine Bildraten, wie man sie bei Mittelklasse- oder High-End-Grafikkarten zu sehen bekommt, erwarten. Aber für eine eingebettete Grafikeinheit innerhalb einer APU ist diese wirklich, wirklich leistungsstark und zur Zeit des Videos ist jedes einzelne Spiel spielbar. Manche Spiele können sogar auf höhere Einstellungen betrieben werden. Dann, wenn man noch mehr Leistung erhalten will, ohne viel Geld auszugeben, könnte man sich einfach eine HD 6670er oder 6570er zulegen und diese dann zusammen mit der integrierten Grafikeinheit in Crossfire betreiben. Am Ende hat noch immer Intel die Performance-Krone, aber man muss den Preis und die Funktionen bedenken. Diese APU hat einen frei wählbaren Multiplikator, wobei der i3 keinen hat. Also in einfachen Worten, der A10-5800K bietet ähnliche CPU-Leistung wie die Intel Core i3-3220 CPU, aber wie ihr in den Benchmarks gesehen habt, wird viel, viel bessere GPU-Leistung vom 5800K geboten. Im Leerlauf hat der A10-5800K es geschafft, den i3-3220er hinsichtlich des Stromverbrauchs zu schlagen, aber sobald die Maschine auf Last kommt, hat Intel die Nase vorn. Allumfassend denke ich, dass diese APU ziemlich gut ist. Am Ende ist es jedoch eure Entscheidung, ob ihr euch nun für den Intel Core i3 oder den AMD A10-5800K entscheidet. Vorteile wären: gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, erstaunliche GPU-Leistung, also die der HD 7660D, dann gefallen mir die niedrigen Temperaturen, dann unterstützt diese APU auch noch hohe Speicherfrequenzen und hat auch noch einen frei wählbaren Multiplikator für einfaches Übertakten. Als Nachteil kann ich nur eines sagen, die CPU-Leistung hätte ein wenig besser sein können, aber davon abgesehen bewerte ich diese APU mit 9 von 10 und würde diese definitiv empfehlen. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren.